Was für Betten haben die da drüben noch? What? Du gehst wieder nach Hause, ne? Ich habe auch kein Bett dabei, fällt mir gerade auf. Okay, ich muss sie unbedingt einsperren. Junge, wo willst du denn hin? Eure Betten sind hier! What the fuck? Pathfinding des Todes einfach mal. What the fuck? Okay. Kommt bitte wieder her. Damit ich euch richtig einsperren kann. Weirder Shit hier gerade abläuft. Also mal eben Villager umsiedeln ist nicht mal eben so nebenbei, ne? Das ist schon eine Herausforderung. Möchte ich mal ganz kurz anmerken. Die wollen, glaube ich, nämlich nicht umgesiedelt werden. Ihr seid zurückgekehrt. Hey, Burntime, mein Lieber, wie geht's dir? Danke für den Restart im 12. Ein Jahr schon voll, dankeschön. Hi, na? Alles gut? Bist du wieder zu Hause, oder? Ey, du bist noch im Krankenhaus? Okay. Och Mann, ey. An der Dialysemaschine. Okay. Wie kommst du, dass du jetzt eine Dialyse machen musst? Okay. Ist was schiefgegangen bei nach der OP oder was? Blutvergiftung ist nichts, womit man spaßen sollte, ehrlich gesagt. Das ist eine gefährliche Scheiße. Ja, oh fuck, trifft's gut, ey. Hey, Fossi. Ja, neue Welt. Eine neue Welt. Das glaube ich dir.
Nicht zu viel, ne? Pass auf dich auf, ey. Wenn du irgendwas brauchst oder so, sag Bescheid, ne? Also, sofern das in meiner Macht steht. Darf im Moment nicht mal mehr raus, sollte hier still liegen. Ja, dann mach das auch am besten. Also die Ärzte meinen das ja nicht böse mit dir, wenn die dir sowas sagen. Dann halte dich da ruhig dran. Ist gar nicht mal so schlecht, das zu tun. Jetzt habe ich mein ganzes Holz aufgebraucht für Zäune. Ja, geil. Läuft bei mir. Das vierte Zimmer mittlerweile, ui. Wow. Das ist auch mal eine Ansage. Wie viele Zimmer wollen Sie? Ja. Ich brauche Holz. I need some wood again. It's always wood that I need. Always wood core. Hey, 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 yeah. In welches ich heute bekomme, aber habe ich immer einen Internetempfang. WLAN gibt es hier ja nicht. Es gibt ein Krankenhaus ohne WLAN? Ist das überhaupt noch erlaubt? Was ist das denn? Krankenhaus ohne WLAN, ey. Also ja, das verstößt, glaube ich, gegen die Genfer Konvention oder so, ey. Also sagen die, ich habe eins gefunden, habe nur das Passwort noch nicht ganz geknackt. Genau, weiterhin gute Besserung. Auf jeden Fall sogar. Der hackt er sich einmal ins Krankenhaus WLAN. Also es gibt da ja so Methoden, solche WLANs zu hacken, aber so ganz legal sind die nicht. Einzelzimmer, oh guck mal, Einzelzimmer ist doch gut. Hast deine Ruhe, kann deine Family dich besuchen. Ist doch super. Wenigstens etwas. Das Programm, was hier durchläuft, ist auch nicht ganz legal. Was meinst du? Welches Programm? Also wenn du jetzt von mir und meinem Stream redest, mein Stream ist schon ziemlich legal, ehrlich gesagt. Alles, was ich habe, ist angemeldet und hat Lizenzen, also. Ach so, um das Passwort zu knacken. Ja, gut. Ja, das ist nicht legal. Also versuchst du es mit Brute Force? Kann man natürlich machen, ist aber nicht so elegant. Da gibt's elegantere Sachen. Jetzt verstehe ich auch, was du mit Programm meinst. Ich bin so dämlich, ey.
Ja. Ist ja die Frage, ob sie es rausrücken, Looper, ne? So. Die kennen das Passwort selber nicht. Ja, okay, das ist natürlich doof. Das ist natürlich dann doof. Auf welches Bett seid ihr beide noch geeicht? Sagt jetzt nicht, ihr seid auf das Bett hier geeicht. Ja, dann schlaf halt nicht, du Pisser, ey. Ist mir auch egal. Wollt ihr mich verarschen, Jungs? Seid ihr echt zu... Alter. Sehr schön, ich höre ein Baby. Tada! Okay, der Villager Breeder funktioniert schon mal. Sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Erstmal nur eine einfache Farm. Keine vierfache. Ah, ich muss auch einen Eimer haben. Ich brauche Eisen. Ok.
Okay, also brauche ich erstmal vielleicht die Eisenfarm. Aber für die Eisenfarm brauche ich auch Wasser. Shit, ey. Aber sag mal, Burntime, ne? Wenn deine Mom da arbeitet und die Geräte über die, also haben die, hat sie irgendein Gerät, auf das sie Zugriff hat, was im WLAN ist? Weil dann kann ich dir ganz schnell mit einem Befehl sagen, wie man das WLAN-Passwort ausliest, auch ohne Adminrechte. Und das legal, ja? Also, sie braucht dafür nur ein PC oder ein Handy, was im WLAN ist. PC wäre natürlich präferiert, um ehrlich zu sein. Aua. Nö, also da gibt es Methoden. Da gibt es Methoden. Ja, hat sie. Ah, guck mal. Dann, zeige ich dir das noch gerne. Kann ich jetzt nur nicht on-stream zeigen, weil man sonst mein WLAN-Passwort sieht und ich möchte nicht, dass hier jemand mein WLAN-Passwort kennt. Falls hier mal jemand in die Nähe kommt und dann quasi über... Ich bin paranoid, okay? So. Über das WLAN-Passwort dann herausfindet, wo ich wohne. Jetzt muss ich hier alles aufschütten, ey, die Scheiße. Hier auch. Mit der Nachtfresser verstehe ich mich so, lässt mich sogar ein bisschen... What? Okay. Ja gut, ne? Kann man machen. Zum Glück bin ich nicht der ITler dieses Krankenhauses, weil da würde ich jetzt sehr laut schreien, wenn ich das wüsste. Nur der durchdrehen. Vermutlich nicht, nee. Okay, hier ist der Boden doch ein bisschen kacke, ehrlich gesagt. Also ich überlege, ob ich den Villager Breeder hier lasse und vielleicht woanders meine Base baue. Wie sieht denn das da hinten aus? Und hier scheint es auch voller zu sein. Das heißt, wenn ich hier die Eisenfarm baue, das ist auch so wild da oben. Kann es auch sein, dass ich irgendwie hier falsch gelaufen bin? War das da hinten geil? Wo war denn der geile Bereich, sag mal?
Na, die Eisenfarm setze ich wahrscheinlich dann hier hin. Das sollte hier gut passen. Nein. Den bitte, dankeschön. Ja, ist halt schwierig, wenn du als Nicht-Angestellter da an ihren Rechner darfst, ne? Das ist halt, hui. Da schreit der Datenschützer an mir. Dabei bin ich nicht mal Datenschutzbeauftragter oder sowas. So, das sieht aus, als hätten wir jetzt eine Fläche, mit der wir arbeiten können. Ich brauche aber ein bisschen Initialeisen, brauche ich gleich. Muss mal gucken, wie ich das mache. Wo ich zumindest mal so, weiß ich nicht, 20, 30 Eisen herbekomme. Ich meine, ich habe ja nicht mal eine Eisenrüstung gerade aktuell. Oh, wir haben zwei Babys. Ich höre zwei Babys. Ich höre zwei Baby-Villager. Geilo. 1, 2, 3, 4. Hinten in den Bergen sind doch bestimmt einzelne Eisenblöcke. Ja, leider eben nicht. Ich sehe keine. Da sehe ich halt Kupfer. Da sehe ich Kupfer. Was ist so das Problem, was ich gerade habe? Der will immer noch nicht schlafen gehen. Der hat immer noch ein anderes Bett irgendwo. Ja, dann hast du halt Pech. Dann schläfst du halt bei mir halt nicht. Dann bist du halt dauerhaft wach. Ich sperre meinen PC immer, sobald ich nur einen Schritt von dem Tisch weggehe. Aber meine Daten sind ja mega sensibel. Ja, Looper, bei uns ist das auch so. Also wir arbeiten auch mit sehr, sehr sensiblen Daten. Und das ist bei uns auch so, dass ich sage, okay, pass auf, sobald du deinen Monitor nicht mehr siehst, sperrst du den. Windows L, das geht schnell. Den Leitsatz habe ich bei uns eingeführt. Windows L, das geht schnell. Ja, genau das. Genau so, Looper, und nicht anders. Oh, lol. So kann man eine Glocke also auch abbauen. Schön, junge Liebe. Immer schön zu sehen. Ninja-Menschen, die man nicht hört. Na gut. Ich verstehe, was du damit meinst.
Die Beschreibung ist ja einfach nur geil. Ninja-Menschen. Ich habe bei uns sogar schon mal überlegt, ob ich einführe, für alle Rechner das verpflichtend zu machen, dass diese Seitenblickschutzfolie drauf ist. Es gibt so Folien für Monitore, dass du nur gerade drauf gucken kannst. Sobald du der Winkel so ein bisschen zu schräg ist, siehst du nichts mehr. Aber da haben sich die Leute dann doch ein bisschen zu sehr gegengesträubt bei mir in der Firma. Ist halt wie so ein Polarisationsfilter im Endeffekt, ne? Du siehst halt wirklich nur was von gerade, wenn du von der Seite guckst, ist einfach nur alles schwarz. Aber das wollten die Leute bei mir nicht. Okay, dann setzen wir einfach mal hier einen Punkt hin. 9x9, also 4 in jede Richtung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Na, hier wird es auf jeden Fall Probleme geben. Warte mal, 9x9 oder 7x7? Mal 7 ist das nicht 9 mal 9. Jeden Tag dann die Meldung, ich sehe auf meinem Monitor nichts mehr, das andauernd schwarz. Ja Leute, ihr müsst auch gerade drauf schauen. Vermutlich würde es dann genau so laufen, ja. Ja, so im Groben, ja, zumindest, aber nicht alles. Alles. Verpiss dich, Mann. Außer hast du irgendwas Cooles zum Traden? Nee. So.
Nein! Weg da! Ich habe keine Erde mehr. So, wie viele Baby-Villager haben wir denn schon mittlerweile? 4. Schön, wie es läuft. Richtig schön, wie es läuft. So soll es sein.